Ich freue mich, euch sehr bei meiner 5. Weihnachtsvideoreihe begrüßen zu können. Denn heute gibt es was ganz Besonderes, einen selbstgemachten Adventskalender. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Ansehen meines Videos. Um diese wundervollen Adventssäckchen herzustellen, benötigt ihr erstmals 24 solcher Säckchen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe sie auf Amazon bestellt, kosteten 13,95 mit Versand 17,95. Ich verlinke euch die in der Infobox. Als Alternative würde sich Dekostoff eignen, um seine Säckchen selber herzustellen. Diesen findet ihr in vielen Bastelläden und auch bei Nanunana. Selbstverständlich könnt ihr die Größe der selbstgemachten Säckchen dann selber variieren und je nachdem, wie groß eure Geschenke sind, dementsprechend verpacken. Kommen wir nun zu den Materialien. Ihr benötigt auf jeden Fall Schablonen. Ich habe mir die meisten Schablonen aus meinen Plätzchenförmchen zusammengestellt oder auch selber gezeichnet. Das werdet ihr auch in den weiteren Videos sehen können. Außerdem Bastelpappe in verschiedenen Farben. Meine Farben waren Rot, Gold, Grün, Schwarz und Braun. Des Weiteren habe ich mir diese wunderschönen Klammern gekauft, damit ich meine Säckchen an meiner Keulenschnur befestigen kann. Zum Dekorieren meiner Säckchen verwende ich unter anderem Glitzersticker. Des Weiteren benötigen wir Stifte, Gold, Weiß, Schwarz, Kordelband, an dem wir unsere Säckchen befestigen und eventuell dekoratives Band, womit ihr die Säckchen an das Kordelband anbringen könnt. Und schließlich benötigen wir eine Heißklebepistole und natürlich Kleber. Hier zeige ich euch kurz, wie ich meine Vorlagen hergestellt habe. Wie ich schon erwähnt hatte, habe ich meine Plätzchenförmchen zur Hilfe genommen. In diesem Schritt zeige ich euch, wie ich meine Watte für mein 6. Säckchen anbringe. Dafür nehme ich mir halt ein Stück Watte, drücke sie etwas flach in meinen Händen bzw. rolle sie und gebe dann etwas von meiner Heißklebepistole auf die obere Kante und bringe so meine Watte an. Dann können wir ja auch schon mit dem Dekorieren beginnen. Für meine 1 nehme ich mir einen Stern, den ich bereits ausgeschnitten habe und dekoriere sie mit meinen Zuckerstangen, die ich mir auf ein ganz normales Blatt Papier aufgemalt und zurechtgeschnitten habe. Damit mir der Kleber nicht durchsickert, gebe ich in jedes meiner Säckchen ein Stück Pappe hinein, bevor ich meine Dekoration anbringe. Unser ausgeschnittenes Lebkuchenmännchen wird jetzt verziert und bekommt die Nummer 2.
Zum Verzieren meines Weihnachtsbaumes habe ich mir aus verschiedenen Farben von Pappe kleine Kreise ausgeschnitten, die müssten auch nicht ordentlich und gleichmäßig sein. Für das nächste Säckchen benötigen wir etwas Watte, um ein paar Schneeflöckchen daraus zu machen. Die Sternschnuppe bringen wir im oberen Teil des Säckchens an, im unteren Teil dann Glitzerbäumchen und ein paar Sterne für den Himmel. Danach nehmen wir uns kleine Stückchen von unserer Watte, rollen diese zu kleinen Kügelchen und bringen sie mit der Heißklebepistole auf unser Säckchen an. Auch bei der Nummer 6 benötigen wir etwas Watte, welche wir an den oberen Rand des Stiefels ankleben. Diese süßen Geschenke habe ich von dem Ausmalbild der Schokolollis am Stiel herausgeschnitten und kopiert. Diese wundervolle Teddy-Schablone habe ich mit der Hand gezeichnet. Es sieht vielleicht schwer aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Ich zeige euch das hier nochmal. Bei dieser Vorlage habe ich mir auf ein ganz normales Blatt Papier einen genauso großen Stern wie den goldenen aufgezeichnet und einen etwas kleineren und sie zusammengeklebt. Die Schleife habe ich ebenfalls per Hand gezeichnet. Wenn ihr das nicht möchtet oder nicht könnt oder es schneller haben möchtet, könnt ihr euch auch eine Vorlage aus dem Internet ziehen. Wir malen die Schleife komplett in Gold an und dann zeige ich euch, wie wir sie zusammensetzen.
Den kleineren Stiefel kleben wir auf den größeren. Auch die Weihnachtsmütze gehört zu den Schablonen, die von mir per Hand gezeichnet wurden. Ich hole mir meine Inspiration zwar aus dem Internet, aber zeichne sie per Hand dann nach. Dabei setze ich ein paar Veränderungen rein, was mir dann besser gefällt, oder ich lasse es so, wie ich es auch im Internet gesehen habe. Aber wenn ich was aus dem Internet entnehme, dann gebe ich das auch bekannt. Meine Vorlagen werde ich euch zum Herunterladen auf Facebook online stellen. Das Schwarze da oben, was ihr sehen könnt, das ist der Zylinder vom Schneemann. Allerdings habe ich den Schneemann auf schwarzes Papier geklebt, sodass man den Zylinder nicht mehr so gut erkennen konnte. Habe ihn daher mit Gold umrandet. Das Lebkuchenmännchen und das Herz habe ich euch in den vorherigen Abschnitten schon gezeigt, deswegen habe ich das jetzt nicht mehr verfilmt. Auf dem Säckchen 23 habe ich einen Schlitten aufgeklebt, der voll mit Geschenken ist.
zu guter Letzt kommt die lang ersehnte 24 als Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenke. Hier habe ich für euch den fertigen und aufgehangenen Adventskalender nochmals aufgenommen. Habe das in zwei geteilt, also 12 Säckchen oben und 12 unten. Finde ich optisch schöner. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Somit bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche denen, die es nachmachen, sehr viel Spaß. Mir hat es auch sehr viel Freude und Spaß bereitet. Ich würde mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo sehr freuen. Entschuldigt bitte, dass es am Ende so wackelig geworden ist. Es war leider nicht anders zu regeln.